sollen dann auch da drin wohnen. Es kann ja nicht sein, dass das sich kaputt leer steht. So, Freunde, im Auftrag des Luxus. Service für Apartments in der Hafen City. Nordreportage. Schauen wir mal. Hallo? Ja, perfekt, super. Ich prüfe das auf jeden Fall und ich würde mich bei Ihnen nachher auf jeden Fall nochmal wieder melden. Guten Tag. Mein Handy ist an sich immer an. Wenn irgendwas ist, wenn die Leute rufen, dann versuche ich das auch sofort zu lösen. Hä, okay, gut. Also in den ersten 10 Sekunden hätte ich gedacht, er ist so Concierge oder so. Gibt ja so Häuser, die so eigene Concierge-Services tatsächlich einfach haben, wo unten jederzeit jemand erreichbar ist. Aber ich glaube, er ist gleichzeitig auch Hausmeister. Das ist natürlich mega. Ist das ein Traumjob? Ja, doch, weil ich mich um so viele Sachen kümmern kann. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Was war denn das für eine geile Lampe? Die Elbphilharmonie in Hamburg. Das Prestigegebäude der Stadt. 866 Millionen Euro teuer. Hier geht er täglich ein und aus. Markus Hake. Er darf sogar allein in die Wohnungen der schwerreichen Eigentümer. Sie sind seine Kunden, vertrauen ihm. Ja, das geht automatisch. Wer von euch kommt denn daher? Bin ich blöde? Habe ich, also in der Elbphilharmonie wohnen Leute? So, dass wir gleich... Und Concierge ist das französische Wort für Hausmeister? Wow, ich lerne gerade zwei Sachen auf einmal, die mich komplett weghauen. Oben drüber, über der Elbphilharmonie. Echt? Krass, okay, didn't know that. Aber wie gesagt, ich habe es gerade eben auch nicht gewusst, dass das Concierge einfach Hausmeister heißt. Alle Vorhänge auffahren lassen und auch erstmal den vernünftigen Ausblick hier genießen, wenn wir hier nach oben kommen in die Wohnung. Ist auch wichtig. Wir testen gleich dadurch die Funktion. Digger. Dass es halt funktioniert. Und dann beginne ich jetzt meine Arbeit. 43 solcher Luxuswohnungen gibt es in der Elbphilharmonie. 35 davon betreut Markus Hake. Sie sind voll mit komplizierter Technik. Hake kennt jedes Detail. Komplizierte Technik, eine Waschmaschine. Naja. Weiß ich nicht, Digga. Der gelernte Heizungstechniker kümmert sich um alles. Heizung, Lüftung, Waschmittel in der Waschmaschine. Der Eigentümer dieser Wohnung möchte anonym bleiben. Die meisten seiner Kunden mögen es diskret. Okay, aber sind wir mal ehrlich, schon insane, Alter. Aus Deutschland tatsächlich, also ein deutscher Unternehmer. Was für eine geile Butze. Kann natürlich nicht erzählen, wer das ist genau, das ist klar. Ich werde euch jetzt nicht sagen, in welchem Stockwerk wir uns befinden. Aber wir sind schon ziemlich weit oben. Er hat sich jetzt angekündigt und ich würde jetzt die Wohnung so weit vorbereiten, dass er zu seiner Ankunft letztendlich alles funktioniert und er die Wohnung sozusagen bezugsfertig jetzt wieder hat und alle Funktionen, die er benötigt, halt gegeben sind und vorhanden sind. Bei 5 kann nicht Upper Red sein, Freunde. Es kann nicht die Butze von Upper Red sein. Upper Red hätte mittlerweile nicht nur elektrische Vorhänge. Ich schwöre euch, der hätte mittlerweile auch wieder Gardinen. Und 30.000 Euro liegt der Preis solch einer Wohnung in etwa pro Quadratmeter. Diese ist etwa 150 Quadratmeter groß. Es gibt auch welche, die haben knapp 400 Quadratmeter. Der Rundum-Service kostet extra. Hake ist selbstständig. Also ich bin an sich eher, also Concierge würde ich mich halt nicht nennen, weil wir haben ja auch tatsächlich unten einen Concierge sitzen, mit dem ich auch sehr eng zusammenarbeite. Und ich mache meine Betreuungsaufgaben für die Wohnung. Also da, wo die Leistung von denen letztendlich in irgendeiner Form aufhört, okay, fängt halt meine an. Also Smart Home gibt es ja nicht umsonst. Wenn dein Zuhause so durchgestylt ist, hast du ja offensichtlich ein Smart Home Device. Aber einfach jemanden zu haben, der... Hey, ich komme heute nach Hause, stell mal mein Thermostat auf 22 Grad. Sorry, Digga, das hört doch auf. Das machst du doch irgendwann nur noch, weil du nicht weißt, wohin mit deinem Geld, ey. Seht ihr, und deswegen sage ich immer, es sollte eine,
Sollte eine Einkommensobergrenze geben, ey, wirklich. So dumm. Die exklusiven Wohnungen liegen in etwa 50 bis 100 Metern Höhe. Ein unvergleichlicher Ausblick. Den hat Markus Hacke täglich exklusiv. Es ist ein super Ausblick. Wir haben hier keinen Fernseher, weil man braucht hier nur sitzen und dann hat man den Fernseher letztendlich. Und die sollte wo liegen? Gute Frage. Ich habe nichts dagegen, dass jemand absurd reich ist, vor allen Dingen, wenn er sich das selber erarbeitet. Ich glaube aber auch, dass du mit ehrlicher Arbeit nicht so reich werden kannst, wie viele das sind auf der Welt. Ich glaube auch nicht, dass wenn du einen Mehrwert schaffen willst in der Welt, indem du zum Beispiel Arbeitgeber wirst oder so, dass du wirklich so abartig reich sein musst, wie viele das sind. Es gibt zwei Sachen, die meiner Meinung nach wichtig sind. Das eine ist eine Übergewinnsteuer. Kann man mal was zu lesen, ist eine tolle Sache. Und das andere ist, finde ich, ist es wirklich nötig? Pass auf. Wir hatten das Thema ja schon mal und ich weiß, es ist absolut unrealistisch. Und ich weiß, das ist mein sehr linkes Herz, was da schlägt für. Aber ist es nötig, dass jemand mehr als 100 Millionen Euro besitzt? Halte ich für Schwachsinn. Ich finde die Zahl schon absurd. Aber damit bist du einfach so viel reicher als die meisten und kannst dein Leben in absolutem Luxus leben. Mehr als immer noch 99, irgendwas Prozent der anderen Menschen auf der Welt. Aber ab dem ersten Euro über 100 Millionen zum Beispiel, ja? Sagen wir mal, du hast 100 Millionen auf dem Konto. Und ab dem ersten Euro, der da drüber kommt, würde ich einfach, entweder du zahlst 90% Steuern, oder aber du beweist mir, dass du das Geld, was du über diesen Maximalbesitz hast, damit kannst du machen, was du willst, solange du mir beweist, dass du es für einen guten Zweck, also für die Allgemeinheit wirklich nutzt. Damit kannst du dann einfach bestimmen, dass du Straßenbauprojekte, dass du Infrastrukturprojekte, dass du in Bildung investierst und so weiter. Kannst du dann alles machen? Kannst du alles fett branden mit deiner Firma? Kannst du alles fett irgendwie ausbauen? Kannst du alles machen? Aber dann musst du das Geld nutzen, um für das Allgemeinwohl da zu sein. Ist das nicht eine Art Entmündigung? Wo entmündige ich denn jemanden, der auf 100 Millionen Euro sitzt? Ich meine nicht liquide Mittel, ich meine nicht, was du irgendwie brauchst, um ein Imperium instand zu halten. Ich meine Privatvermögen. Ich meine absolut unantastbares Privatvermögen, was einfach nur da ist und nicht gebraucht wird, um irgendwie einen Betrieb oder irgendein System, was irgendwie firmentechnisch oder sonst was am Laufen zu halten. Meine ich alles nicht. Aber ich bin halt einfach der Meinung, niemand auf der Welt muss so reich sein, wenn allein in Deutschland Kinder nicht mal ein Schulbrot mit in die Schule kriegen können und die Schulen es nicht mal gewährleisten können, das irgendwie abzufangen. Da, niemand muss so reich sein, ohne viel zurückzugeben. Übers Fenster letztendlich. Also schon wirklich enorm. Richtig, richtig toll. Hake nennt seinen Rundum-Service 360-Grad-Dienstleistung. Seine Kunden sollen sich in ihren Immobilien so wohlfühlen, ich weiß, dass es nur Wunschdenken ist. Wir müssen den Realismus dahinter jetzt nicht diskutieren. Ist mir absolut klar, dass das nicht passieren wird. Aber ich finde es schade, ich finde es toll. Tabakduft, würde ich sagen, also riecht nach Tabak. Und ja, es kommt sehr gut an. Viele Arbeiten seines Rundum-Services kann er allein machen. Wenn er Unterstützung braucht, hat er ein riesiges Netz an Dienstleistern. Morgen. Herr Grüder. Ja. Moin. Hi. Hallo. Moin, grüß dich. Perfekt. Ja, dann können wir direkt in die Wohnung gehen, wenn ihr wollt. Und dann schauen wir uns die Technik oben an und dann machen wir die Wartung. In der nächsten Elbphilharmonie-Wohnung wird das Techniksystem gewartet. Guten Morgen. Frau Blochmann, guten Morgen, Herr Blochmann. Diesmal sind die Besitzer da, das Ehepaar Blochmann. Frank Blochmann, ehemaliger Logistikunternehmer, hat weltweit Immobilien
und braucht Markus Hake, damit seine Wohnung in Hamburg auch läuft. Genau, wir machen ja heute die Wartung unter anderem vom Technik-Rack. Ja. Kümmere ich mich ganz kurz um die Herren, weise sie kurz ein und dann bin ich gleich bei Ihnen und dann besprechen wir alles weitere, würde ich sagen. Ich hatte noch die Wahl von fast jedem Stockwerk, jede Größe, es sind wahrscheinlich 170 Quadratmeter hier, da gibt es ja viel größere und manche haben auch zwei zusammen. Auf der Seite, wenn man nicht ganz oben ist, sieht man hier natürlich die Hochhäuser nebenan und das war schon das ja, Richtige. Der hat Kohle. Für mich war das Richtige. Der Blick nach vorne, die Sonne den ganzen Tag. Und die richtige Größe. Also das war noch leicht. Alles richtig gemacht. Wir gehen sehr, sehr häufig, regelmäßig in die Konzerte. Und dann sind wir schon mal hier einen Tag oder zwei und bleiben dann hier abends nach 11. Ne? Und das ist schön. Wir fahren zum 8. Stock, gehen da durch und sind sofort da. Und hinterher gehen wir hier und nehmen noch einen Drink und können wir am nächsten Tag dann wieder wegfahren. Viele von Hakes Kunden leben gar nicht ständig in ihren Luxuswohnungen und wollen, dass alles reibungslos läuft, sobald sie ankommen. Die Blochmanns wollen zukünftig öfter in der Elbphilharmonie-Wohnung sein. Wer diese Lage hat. Geiles Design. Bitte mach mein Fenster so, dass es aussieht, als wäre es dauerhaft dreckig oder vielleicht sogar ein bisschen kaputt. Da habe ich voll Bock drauf, danke. Dann ein Konzertsaal hier drin und mitten in der Stadt die Schiffe. Das ist einmalig. Draconier, Dankeschön. Das ist, als wenn man im Tower in London wohnt. Ne? Und wenn man dann hier sitzt, weiß man, da draußen sind viele Menschen, was ich ja auch ganz gut finde, wenn man dann mal draußen ist. Aber man hat hier, wenn man auf den Fluss guckt, auch eine Ruhe und eine totale Entspannung. Doch wer hier wohnen möchte, muss sich mit der gar nicht so einfachen Technik vertraut machen. Steuer sozusagen. Und allein, wenn man schon so gegenwischt mit der Hand, dann geht das auch schon an. Also Sonnenschutz. Und dann kann man halt jeden Einzelnen halt hier ansteuern. So, in diesem Fall ist es halt so, dass wir sagen, wir drücken jetzt hier rauf. Und dann wird dieser jetzt hier, das ist gerade jetzt aktiv. Wow, krass komplizierte Technik. Sozusagen. Ja. Okay. Viel Technik hilft nicht immer viel. Ein bisschen, nee, nicht so ruckhaft, sondern so mit Gefühl. Und jetzt ein bisschen ziehen. Vorfällig. Einen Moment. Ja, es ist da eingerastet. Ja, genau. Ja. Wenn es da einrastet, geht es genau. Wirklich, wenn das nicht, also man sollte es schon über die Steuerung halt machen, auf jeden dafür Fall. Haben wir die Steuerung. So, jetzt sehen Sie. Jetzt auch die Klingel ist nicht einfach nur. So eine Omi einfach wirklich so, muss ich da so draufdrücken? Ich kann doch hier einfach ziehen. Kratsch. Das war kaputt geruppt, ey. Eine Klingel. Immerhin hat die Elbphilharmonie 3 Eingänge. Hallo Hagen, hörst du uns? Ja, hörst du uns? Okay. Okay, Moment, jetzt müssen Sie das Schloss drücken und dann müssen Sie hier reinziehen. Oh. So, und jetzt sehen Sie auch, dass die Tür jetzt aufgeht. Gleich, müsste sie an sich gleich aufgehen. Markus Hake kennt die Technik in jeder Wohnung. Ich glaube, Herr Hake ist sehr wichtig, weil es wohnen ja auch nicht nur ganz junge Leute hier, sondern auch ältere Leute und die sich erstmal mit der ganzen Technik auseinandersetzen müssen. Und wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, den man mal ganz schnell anrufen kann und sagen, oh, können Sie mir mal eben helfen, das ist wunderbar und das ist eine Beruhigung für uns. Schön. Beruhiger, Betreuer, Haustechniker, rund um die Uhr erreichbar. Rathausmarkt. Alter. Doch Markus Hake ist nicht bloß ein Techniker. Wunderbar. Der 53-Jährige befasst sich für seine Kundschaft auch mit Innendesign. Ein Gebiet, das er so nicht gelernt hat, doch er muss auf dem Laufenden sein. Guten Morgen. Hä, warte mal. Guten Morgen, hallo, Markus. Moin. Ja, ich glaube, in dem Geschäft ist er öfter. Guck mal, der Eingangsbereich da links, wenn er reingeht. Das sieht einfach komplett aus wie jede Bude, in der er da gerade in dem Haus war. Hä? Weißt du Bescheid? Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Markus. Moin. Wie geht's dir? Hallo. Es geht um exklusive Leuchten. Ein Statement in jedem Raum. Diese Leuchte, habe ich gedacht, würde hervorragend bei dem Kunden passen. Ja, super. Das ist die Mito Raggio. Ich kann sie mit dem Body-Sensor steuern. Die kurze Geste ist an und aus. Wow, mit so eine Touch. Luxusleuchte kostet um die 5.000 Euro.
an und aus. Ja. Und mit der langen Geste kann ich sie dimmen. Für etwas mehr Licht gibt es sogar ein... Wisst ihr, was das auch kann? Ein LED-Streifen, den ich da rumwickel. Ein Labor mit den neuesten Leuchtendesigns. Nee, per App steuerbar. Die Lampen sind schon schön. Okay, das ist geil. Das haben sie vorhin schon gezeigt. Das finde ich selber auch geil. Ja, das für sowas würde natürlich auch super passen, halt in verschiedenen Immobilien, ja, die ich betreue. Das ist natürlich mega. Aber man muss halt die Decke das abhängen und so. Das ein oder ne? andere Stress. Leuchtenmodell steht oder hängt, dank Hakes Tipp, schon in so mancher Wohnung. Dass ich mich informiere, dass ich weiß, was die Neuheiten sind, dass ich auch meinen Kunden denn bei Bedarf sagen kann, was halt an Neuigkeiten da ist, was halt an Innovationen da ist. Und das finde ich schon ganz wichtig. Und das finden auch meine Kunden, glaube ich, ganz gut, wenn ich denen immer wieder neue Sachen präsentiere. Von exklusiven Gestenleuchten zu etwas unappetitlicheren Aufgaben ist es für Hake nur eine Fahrt auf den Kiez. Er betreut Immobilien in ganz Hamburg. Hier geht es diskret von einem Autolift in die Kiez-Tiefgarage. Das musst du aber mögen. Auf dieser Dachterrasse haben sich ungebetene Gäste breit gemacht. Hier sieht man sieht auch jetzt schon, ich meine, die Tauben sind alle hier. Und das ist schon echt extrem halt, ne? Ui. Ja, ist blöd. Für solche Fälle in großer Höhe engagiert er gleich Industriekletterer und einen Putztrupp. Der Bereich muss abgespiked werden. Der muss dann hier unter, gucken wir auch gleich noch, ist auch noch eine Terrasse. Die gehört auch zur Wohnung. Das heißt, wir müssen hier vielleicht auch ein Netz oder sowas irgendwie vielleicht machen oder sowas. Und was wir halt hier haben, sind halt hier auch wirklich Taubenkadaver halt, ne? Tauben sind häufig ein Problem bei Wohnungen, die lange Zeit unbewohnt sind. Das ist halt auch wieder eine Immobilie, die ich halt betreue, wo halt der Eigentümer sehr selten halt hier in dieser Immobilie halt ist. Er hat mehrere Immobilien. Das Problem ist halt dann, weil die Frequenz halt nicht so hoch ist, weil auch hier kaum einer auf der Dachterrasse halt ist, dass die Tauben natürlich halt dann hier oben halt sind und keiner, die werden nicht gestört. Aber zum Glück haben wir ja in sämtlichen Ballungsgebieten und Städten Deutschlands echt krass prekäre Wohnungsnot. So wenig Wohnungen, dass sich die Leute die einfach nicht mehr leisten können, weil die Preisgestaltung mittlerweile absolut pervers ist. Aber zum Glück haben wir eine Menge Luxusimmobilien, die einfach das ganze verfickte Jahr leer stehen, weil die Leute sich denken, Hauptsache haben, ich muss ja da nicht drin sein. Cool! I love it! Und der Eigentümer, selbst wenn er hier ist, geht er wahrscheinlich nicht so häufig auf die Terrasse. Ist doch schon auch schade, dass so eine tolle Terrasse hier ist. Und Aki, ja, zu dem Bild unbedingt einen Preis. Ich muss ja wissen, was es kostet als Moderator, die anderen müssen ja raten. Also bitte auch Preis dazu. Natürlich, es ist super schade, weil auch gerade hier oben ist natürlich auch ein toller Blick, halt, den wir halt hier haben. Scheiße. Egal welches Problem es gibt, Hake soll es lösen. Herr Ehrsegler, danke. Genau, richtig, perfekt. Machen Sie das Angebot. Hält das Wetter, gehen die Arbeiten bald los. Feste Arbeitszeiten hat Markus Hake nicht wirklich. Ob sonntags oder auch mal nachts, gibt es ein Bedürfnis oder ein Problem, muss er ran. Das gehört zum Service dazu. Der gebürtige Barmbecker lebt mit seiner Frau und Tochter in Alsterdorf auf 80 Quadratmetern. Hallo. Na, alles gut? Alles super. Ich wollte mir deinen Kaffee machen. Möchtest du auch noch einen? Oh ja, gerne. Das wäre super. Brauchst du auch eine Tasse? Ah, ich glaube, ich muss erst noch ein bisschen Milch machen. Gibst du einen Becher oder was? Oder nimmst du eine Tasse? Ich nehme ein Glas, bitte. Das Thema Luxuswohnungen ist bei ihm an der Haustür zu Ende. Daheim lebt er ganz normal. Also Kontrast ist es mit Sicherheit, aber es ist schön. Ich bin halt zu Hause hier. Dort, wo ich arbeite, bin ich eigentlich zu Hause. Das ist halt mein Job. Das ist meistens so. Das sind auch tolle Wohnungen und tolle Immobilien, aber es ist halt nicht mein Zuhause. Und wenn ich halt hier bin, das ist wie bei jedem, denke ich mal. Da bist du halt zu Hause und freust dich. Ja, auf jeden Seine Fall Frau ist er dann Claudia zu Hause. Arbeitet auch in der Immobilienbranche. Sie betreut Sozialwohnungen. Ja. Ich freue mich sehr für ihn, dass er das gemacht hat. Das war ja doch, ja, es war ja angestellt und dann hat er sich das, ja, sag ich mal, überlegt. Und dass das so funktioniert, ist natürlich eine tolle Sache. Das war ja auch ein Risiko.
Markus Hake war fest angestellt. Einer von etwa 200 Bauleitern in der Elbphilharmonie. Drei Jahre lang hat er erst beim Bau des Konzertbereiches, dann der Wohnungen mitgearbeitet. Danach sah er die Chance, sich selbstständig zu machen. Ich bin aber jetzt, also ich bin ganz ehrlich, vielleicht... Kaum einer in Hamburg kennt die Elbphilharmonie so gut wie er. Vielleicht ist der Brauch einfach so ultra... Also legt so privat tatsächlich irgendwie gar keinen Wert drauf. Aber ist ja auch egal an und für sich. Aber wenn ich die Wohnung sehe, frage ich mich, und das ist der einzige Grund, warum ich drauf komme, was der Bro verdient. Weil ich hätte gedacht, wenn der solche Kunden hat und so einen exklusiven Betreuungsservice anbietet, dass der sich die Taschen richtig voll macht. Ich hätte gedacht, der Bro ist richtig, richtig, richtig am Abkassieren. Aber wie gesagt, vielleicht hat er auch einfach ein anderes Konzept. Oder eine andere Idee, was er mit seiner Kohle macht. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, hier zu bleiben, in welcher Form auch immer, würde ich das versuchen. Und dann ergab sich diese Möglichkeit, wo ich gesagt habe, die Technik ist so komplex, sag ich mal, in den Wohnungen. Und ich biete halt den Eigentümern halt an, dass ich sie halt betreue. Und da kam dann nach und nach immer mehr und haben dann zu Anfang gesagt, ja, wir machen das mit dir. Ist das ein Traumjob? Ja. Doch, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich um so viele Sachen kümmern kann, es kommen immer wieder neue Sachen dazu, ist es einfach, bringt das unheimlich viel Spaß. Und man lernt ganz viele Leute kennen. Das ist auch ganz, ganz, also das finde ich mega, muss ich sagen. Seit knapp 5 Jahren betreut er nun die reichen Wohnungsbesitzer. Dabei ist er mit seiner Familie auf dem Boden geblieben. Mit Claudia ist er inzwischen seit über 25 Jahren verheiratet. Neidisch auf den Luxus sind sie gar nicht. Ich weiß halt auch, wenn ich halt hier zu Hause bin, dann freue ich mich halt auch, auf meiner ganz normalen Couch zu sitzen oder, keine Ahnung, in meinem normalen Fernseher was zu gucken. Und ich brauche das nicht, diesen Luxus brauche ich nicht. Es ist toll und es ist sicherlich auch super, wenn man sich sowas erlauben kann. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. Ich sag mal, bei Stars, die in der Öffentlichkeit stehen, da weiß man auch, die haben 1 oder 2 oder 3 Häuser und... Diese Menschen haben das sich auch erarbeitet, stehen eben nicht in der Öffentlichkeit. Aber warum sollen sie sich das nicht genauso leisten können? Damit auch der Alltag seiner exklusiven Kunden noch komfortabler wird, erfüllt Markus Hake inzwischen fast jeden Wunsch. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, ne? Sehe ich auch so, gönne ich jedem. Aber meiner Meinung nach, nur dass wir uns da richtig verstehen, ne? Das ist absolut richtig. Ich bin auch der Letzte, der sagt irgendwie so an bestimmten Punkten, keine Ahnung, bei mir ist es zum Beispiel Urlaub, ja, wo ich halt ganz klar sage, nee, da muss ich halt jetzt nicht mehr bei den 15 Tagen Urlaub, die ich im Jahr habe, muss ich halt nicht in eine Jugendherberge fahren. Seh ich nicht ein. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es ein zu viel gibt. Guten Morgen, Richard. Moin, Markus. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr gut, danke dir. Hört sich nicht so an. Ja, echt gut. Na, mein Lieber. Wir kommen ja morgen in die Elfi, ne? Ja. Kannst du die Wohnung anmachen? Wir sind so gegen 9 Uhr da. Okay. Wir würden gern gegen 10 Uhr was frühstücken. Ja, ist in Ordnung. Wie immer ein bisschen Brot, Ausschnitt. Ja. Dieses französische Gebäck gerne. Perfekt. Milch. Okay, alles klar, besorge ich. Das war's eigentlich, genau. Und danach gehen wir aber auch wieder, wenn du die Wohnung dann nochmal reinigen lässt, bitte. Ja, ich bereite alles vor und dann, wenn noch irgendwas sein sollte, kannst du mich, erreichst du mich absurd? Immer. Also die kommen hin, er muss die Wohnung quasi fertig machen, dann kommen die hin, frühstücken. Auch das gehört dazu. Er fährt für seine Kunden sogar zum Bäcker. Die ganze Wohnung reinigen. Also die meisten kommen ja tatsächlich in diesem Fall halt dann nicht aus Hamburg, sondern die kommen halt von irgendwoher in Hamburg an, am Flughafen und fahren dann direkt halt in die Wohnung, in die Immobilie und haben dann da gleich ihr Meeting oder was auch immer sie haben und haben halt natürlich keine Zeit oder auch keine Lust vielleicht auch, denn sich da kurz drum zu kümmern. Und dann mache ich das halt gerne, also ist kein Problem. Finde ich lustig auch. Dass die Leute mich anrufen und sagen, kannst du mir mal ein paar Brötchen besorgen oder ein paar Croissants besorgen oder in diesem Fall jetzt eben auch Aufschnitt oder so.
Ja, dann genau. Die freuen sich. Ich finde, Wilder Hilda hat gerade ein perfektes. Wir haben jetzt eine Basis, Freunde. Was für einen Peter Smith zu snobby ist, ist zu viel. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und haben weniger Arbeit, weniger Stress und können gleich starten in den Tag, wenn sie herkommen. Für die seiner Meinung nach besten Croissants der Stadt fährt er bis zu 10 Kilometer. Von der Elbphilharmonie nach Winterhude und zurück. Hallo, guten Morgen. Ich bräuchte mal wieder ein paar Croissants und ein paar Brötchen. Ja. Gerne 3 Schokocroissants. Der Brötchen-Shuttle rollt. Schöne Schokocroissant jetzt. Dieser Service ist nicht alltäglich für Markus Hake. 2 bis 3 Mal im Monat besorgt er so auch mal Lebensmittel. Bis hin zum Nobel Catering für mehrere tausend Euro. Zu den Croissants kommen noch Milch, Aufschnitt, Hausmachersalate und frisch angerührte Butter aus dem Feinkostladen dazu. Schön Butterlindner, let's go, Alter. Essen wir auch tatsächlich ab und an mal. Also von daher, das ist schon eine gute Qualität. Und die Kunden, ich habe das dann einmal gemacht gehabt, das erste Mal. Und danach habe ich Zustimmung erhalten und fanden die super. Mich auch, so immer bitte. Und so, seitdem mache ich das. Ja, seht ihr? Sogar Chat, den Alter. Frühstückstisch deckt er noch ein. Seht ihr? Haben sie Paul und Nadine. Also Paul und Nadine, guck mal, dreimal Besteck und Teller, haben sie Paul, Nadine und Victoria gerade das Frühstück eine gebracht. Wohnung ganz klar, weiter ganz in klar. Der Elbphilharmonie. Ganz klar. Ein neuer Geschirrspüler wird gebraucht. Doch das hier ist kein normaler Geschirrspüler. Er hat besondere Features. Auch den hat Markus Hake persönlich ausgesucht. Inzwischen weiß er ziemlich genau, was seine Kunden mögen. Der Alte hat den Geist aufgegeben, obwohl er noch fast wie neu aussieht. Vielleicht, weil er selten benutzt wurde. Wahrscheinlich also, ist die Pumpe intern. Ist mir alles egal. Ist mir auch egal, dass das da irgendwie 35.000, 38.000 Euro pro Quadratmeter kostet und so. Sollen die Millionen für die Wohnungen bezahlen. Aber die sollen dann auch da drin wohnen. Es kann ja nicht sein, dass das sich kaputt leer steht. Da bin ich halt dagegen. Was? Kaputt, wurde geprüft vom Elektriker und dann haben wir uns entschlossen, halt jetzt den nach Rücksprache mit dem Eigentümer die halt auszutauschen. Da manchen Eigentümern oft etwas die Zeit fehlt, wird in den exklusiven Küchen meist gar nicht so häufig gekocht. Trotzdem soll alles funktionieren. Der neue Geschirrspüler kostet etwa 2.500 Euro. Und ist eingebaut, nahezu unsichtbar. Saugen, schmatzen, ne? Ja. Perfekt. Super. Perfekt. 2-mal gegenklopfen. Tür öffnet sich automatisch. Ganz aufziehen. Okay. Cool. Das Klopf-Feature ist ja absurd. Fehlt im Prinzip nur noch, dass ein kleiner Mensch rausgekrabbelt kommt, der sagt, ja, Meister, mach schnell ab. Klopffunktion. Doch das so ein ist noch Gollum nicht alles. Einfach da drin wohnen, Markus Alter. Markus Hake lässt sich noch in die App vom Geschirrspüler einweisen. Ach, come on. Das Salz in dem Gerät, bevor sich die Spülmittel dem Ende neigen, wird man auch per Push-Nachricht informiert und bekommt einen Hinweis, um dann eben neue Spülmittel nachkaufen zu können. Perfekt. Und darüber hinaus. So ist der Geschirrspüler für den Besitzer von überall aus steuerbar. Doch wer will? Wieso? Der Typ kocht nicht. Der hat die krasseste Küche der Welt, um dann darin nicht zu kochen. Der hat den heftigsten Geschirrspüler der Welt mit der unnötigsten App der Welt, um dann darin kein Geschirr zu spülen. Ich habe dafür 3 Lämpchen an der Tür von meinem Geschirrspüler. Funktioniert genauso. Okay. Normalerweise habe ich mich ja nicht so. Ich kann das echt feiern, aber irgendwie regt mich die Reportage regt mich irgendwie auf. Und Hake auch das. Ich biete das meinen Kunden zumindest an und sage, pass auf, das können wir euch anbieten, das kann ich euch anbieten sozusagen, dass ihr noch mehr Komfort habt. Es gibt einige Kunden, die sehr technikaffin sind, die schon sagen, Mensch, da hätten wir auch Lust zu und das würden wir gerne machen. Da sieht man dann nur das schmutzige Geschirr muss noch jemand einräumen. Weißt du, was einräumen. Das Problem ist? Jetzt habe ich es. Chat hat im Prinzip, das hat mich drauf gebracht, warum mich das so nervt.
Das ist nicht, dass die Leute so teures Zeug haben. Das nervt mich gar nicht. Das finde ich in Ordnung. Jeder, der sich diesen Luxus irgendwie gönnen will, soll das machen. Ist überhaupt kein Stress. Aber die Respektlosigkeit den Produkten gegenüber und dann dieses Nichtinteresse. Wenn da jetzt jemand wäre, wenn da jetzt der Besitzer sitzt und der ist total begeistert und er freut sich jetzt richtig darüber, dass er jetzt so eine App hat und dann sitzt er irgendwie nachher, wird er noch begleitet auf dem Weg zu einem Termin und denkt sich so, oh, schaut mal, ich habe hier nochmal die App und da habe ich gerade geguckt, jetzt sehe ich hier, kann ich nachher, wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich direkt das und das nachfüllen, weiß ich jetzt, kann ich direkt mitnehmen nachher. Weißt du, wenn da ein bisschen Begeisterung und ein bisschen so, wenn dem irgendwie so Respekt gezollt würde, dem ganzen Shit, der sich da angeschafft wird. Damit könnte ich gut leben. Wenn da jetzt jemand sitzt, der sich das kauft und das richtig geil findet und der mit der Lampe, die da aus der Decke gefahren kommt, rumspielt und so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und guck mal, ey, ich kann sogar die Farbtemperatur vom Licht einstellen, voll geil, passt super gut zu den, keine Ahnung, schwarzen Kristallgläsern, die ich mir gekauft habe, weil ich Weinfan bin, den ich heute Abend, wenn ich in meiner krassen Küche selber gekocht habe, noch kredenzen kann. Ja, wenn der dann von mir aus auch so ein Hannibal Lecter-Charme irgendwie dabei entwickelt, ist mir alles egal, aber wenn jemand so richtig Passion dann dafür hat, was er sich da kauft, totally fine with it. Gönn dir, Bruder. Aber dieses, bah, interessiert mich eh alles ein Scheiß, ich bin nicht da und will's gar nicht benutzen, ich will's nur haben. Oh, das finde ich eklig. Das finde ich nicht cool. Das macht Hake nicht. Das lässt er machen. Ja. Ist der Steinway-Flügel verstimmt, muss das Luxusauto transportiert werden. Hake regelt das. Bald wird er sogar eine Yacht überführen. Selbst bei teuren Kronleuchtern weiß er Rat und kennt die richtigen Leute. Moin! Ja. Lisa, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, ja? Alles, ja gut? Alles gut. Alles super. Perfekt. Alles, super. Alles vorbereitet schon, oder wie? Auf jeden Fall. Du hast ja deine Sachen mitgebracht. Ich habe alles dabei. Dann müssen wir nochmal auf die Deckenhöhe achten. Boah, das ist schon, also wir sind ja da bestimmt bei 8 Meter. 8 Meter Deckenhöhe, das reicht schon. Einer hängt bereits in der Elbphilharmonie in einer Wohnung. Ah. Man wundert sich ja, wie schwer das ist. Ja, genau. Das ist ja wahnsinnig schwer. Ja. Ne? Also und dann werden... Diese Verbindung hier danke, Chat. Genau, die Preise können schon mal sechsstellig sein. Ich habe mich auch gerade gefragt, an wen die mich erinnert. Und Moorhuhn hat völlig recht. Sieht aus wie hier diese irgendwas mit O. Das hängt ganz vom Material ab. Jeder ist ein bisschen anders. Bei manchen Leuten ist es wichtig, dass da ein Kunstwerk hängt, dass da etwas, ein schönes Teil. Ich meine, man guckt sich das jeden Tag an. Es muss wirklich schon, es ist wie ein Piece of Art an der Wand. Ja, aber es leuchtet. An der Decke. Und das muss aber schon ordentlich ausgewählt werden. Genau, worauf ich aufpassen muss, ist halt wegen der kühlen Heizdecke, die wir hier haben. Hake plant den Einbau und Transport des Kronleuchters. Wird ungefähr so ein Modell werden. Trotz Glitzer und Bling-Bling. Hake selbst möchte so einen nicht für zu Hause. Kein Platz. Denke ich auch. Ja, dann sitze ich unter meiner IKEA-Lampe. Markus Hake wächst mit seinen Aufgaben. Durch seinen Job kommt er inzwischen viel rum. VIP-Logen, Klassikkonzerte, Empfänge. Doch mittags verschlägt es ihn oft hierhin, in einen Hafen-Imbiss. Moin. Moin, grüß dich. Ja, als Hamburger super, wahrscheinlich einfach weiß, was ich gut würde ist. Gerne einmal Seelachs mit Kartoffelsalat nehmen. Ja. Nice. Und eine Cola. Ich auch gerne. Würde ich jetzt einmal, auch nehmen. Einmal. Meistens hat er eine 50 bis 60 Stunden Woche. Ja, ich bin an sich so Einzelkämpfer. Ich habe mein Büro bei mir sozusagen tatsächlich. Also ist ja alles heutzutage ganz gut vernetzt untereinander mit den mobilen Geräten. Und kann überall meine E-Mails checken und bearbeiten. Also von daher bin ich an sich überall gut überall erreichbar und kann von überall aus arbeiten. Wenn man jetzt hier so sitzt, das Handy klingelt nicht in diesem Fall, optimal. Wundibar sagt gerade, in dem Laden gibt es die besten Fischbrötchen in ganz Hamburg. Ist er für seine Kunden erreichbar. Echt? Inzwischen hilft er auch Maklern beim Verkauf von Luxuswohnungen. Die stehen oft leer und sollen aufgepeppt werden. Termin in der Hafen City bei jungen Künstlern. Moin! Perfekt! Claudius, hi, wie geht's? Gut, und dir? Ja, sicher.
Moin, hi, Digga. Hier sucht Hake moderne Kunst für die nackten Wände. Die können bei Interesse gleich mitgekauft werden. Ja, auch für den Verkauf letztendlich ja halt auch. Passt auch natürlich. Dann Self-Reflection und dann halt dann die Spiegelung sozusagen ist natürlich mega klasse. Bei einer Besichtigung, wo man nur nackte Wände hat und da hängt jetzt was und da ist jetzt irgendwas was Tolles platziert, aber es nun hängt oder halt auch eine Statue meinetwegen, das ist schon cool, glaube ich. Und das kommt einfach ganz anders rüber. Die Wohnung lebt dann halt auch ein bisschen besser, ein bisschen mehr. Für die jungen Künstler eine echte Chance auf neue Kunden. In unserem Fall ist es jetzt halt cool. Für die möglichen Interessenten halt einfach praktisch, weil wir halt wirklich Künstler sind, die halt eben auch gerne auf Wunschanfertigung eben personalisierte Sachen dann anfertigen, in Farben, Größen, wie auch immer. Hake, gefallen die Bilder. Es sind Unikate. Kostenpunkt um die 5.000 Euro pro 5K? Künstler. 5K? Ui. Je genauer Hake den Geschmack der neuen Eigentümer trifft, desto höher die Verkaufschancen. Ich glaube, ich hatte völlig... So wird die Wohnung in der Elbphilharmonie zu einer exklusiven Galerie. Pass auf. Und hier die beiden Bilder. Passt auf. Ihr müsst mir mal sagen, was ihr von dem Plan haltet. Viele Leute haben... Ich habe ja manchmal auf Instagram was gepostet, weil ich ja zu meinen... wenn ich die IDR-Drops und so mache, beziehungsweise wenn ich Texte schreibe, kommt es meistens vor, dass ich besser denken kann, wenn ich noch was parallel mache. Also gerade beim Texte schreiben ist es so, dass ich irgendwie gut schreibe, wenn ich dabei noch was anderes mache, was in so einen kreativen Flow-State quasi einen reinbringt. Und daher, so entstehen ja die Bilder da bei mir. Und ich hatte folgende Idee und ihr müsst mir mal sagen, was ihr da dazu zu sagen habt. Weil ich habe ja IDR, ich habe die Klamotten, dann habe ich die Bilder und ich habe Musik. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich, wenn ich einfach wirklich meine Wunschsachen fertig habe, ob ich eventuell, und dann machen wir nur Twitch-Community, und zwar machen wir das, wir verlosen das oder so, da denke ich mir noch was aus, keine Ahnung, vielleicht irgendwie machen wir es. So, oder dann vielleicht verlosen wir die Hälfte und die andere Hälfte kriegen so richtig dicke Supporter irgendwie, einfach um ein bisschen was zurückzugeben, keine Ahnung. Aber ich habe überlegt, ob ich so eine Art Mini-Pop-Up-Store-Galerie-Party dann mit der Mucke und so halt irgendwie noch so, vielleicht ein paar befreundete Bands oder so und wieder ein paar Leute vielleicht aus dem Grimm, ein paar Tätowierer da oder so. Ob man da irgendwie mal so ein zwei Tage, man da so zwei Tage irgendwie mit eben abends dann auch immer Party oder so macht. Damit man die Sachen mal irgendwie gesammelt als Gesamtkonzept irgendwie sieht, weil bei mir unheimlich viele von den Sachen zusammenhängen. Ich habe wirklich überlegt, ob man das mal macht, nächstes Frühjahr oder so vielleicht. Nächstes Frühjahr oder im Frühsommer, so um den Mai rum, wenn das Wetter schon so wirklich richtig geil wird. Und man dann irgendwie vielleicht auch mit einer Draußen-Area oder so einer Terrasse oder irgendwie sowas machen kann. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf, sowas tatsächlich mal zu realisieren. Das wäre noch so ein... Das steht irgendwie noch so auf meiner Liste. Sowas würde ich gerne mal machen. Und dann möchte ich so... Und dann möchte ich alle so richtig natzen. Dann möchte ich so eine... Ich trinke ja keinen Alkohol. Und dann möchte ich so eine Galerieeröffnung machen, wo so Leute so wichtig dastehen und alle so ein Glas Sekt in der Hand haben. Und wenn sie es dann trinken... stellen alle fest, dass das so widerlich süßes Gesöff, so Robbie Bubble tatsächlich ist, so ein Kindersekt oder sowas. Fände ich voll gut. Danach können ja alle saufen, ist mir egal. Aber das fände ich erstmal gut. Ja, denke ich mal drauf rum. Aber das kriegt man bestimmt irgendwie realisiert. Da hätte ich Bock drauf. Aber ich glaube, ich muss noch mal drüber schlafen, was ich für Preise an die Bilder hänge, wenn ich da 5K höre. Zum Vorführen der Wohnung fehlen jetzt nur noch die passenden Möbel. Ich hätte meine zu viel, nicht mal 5% von dem ausgepreist. Super. Super klasse. Sehr schön. Richtig stark. Das ist cool. Ich verstehe das Konzept. Vom PC her, ja, perfekt. Super, ja, mega. Boah, Hammer. Aber das Paranoid-Bild gerade zum Beispiel, kann ich euch wirklich sagen, an einem guten Tag, wo du gut kreativ unterwegs bist und du hast eine geile Idee, ist das halt auch
gut mit Farbe trocknen oder so, aber es ist halt auch vielleicht 30 Minuten Aufwand. Klingt jetzt brutal, aber ist so. Was nichts heißt. In 30 Minuten kann die genialste Idee der Welt entstehen. Aber trotzdem. Dafür 5K ist schon geil. Ja, komm gut, ne? Ja. Auch die Spots perfekt ausgerichtet. Genau, genau. Ja, super. Vor allem, dass ich hier halt diese runde Form immer wieder finde. Der Teppich, die Lampe. Genau. Ne? Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Die Farben jetzt von der Lampe. Ja, die Farben von der Lampe. Perfekt. Optimal. Wenn da war gerade noch so eine Lampe drin Markus verbaut, Hake, das ist natürlich geil. Das ist natürlich echt geil. Und gleich geht es weiter zum nächsten Auftrag. Ein Eigentümer, der selten da ist, hat sich angekündigt. 90% der Elbphilharmonie-Wohnungen stehen die meiste Zeit leer, schätzt Markus Hake. So, jetzt prüfen wir auch nochmal die Sauna, die hier ein. Oxygen schreibt gerade in den Chat. Du musst ja, bitte bleib anonym. Aber ich finde schon sehr geil, ey, an einem schlechten Tag arbeite ich auch nur 30 Minuten und rechne 8 Stunden ab. Oxygen, würdest du uns verraten, was du arbeitest? Würdest du uns verraten, was du arbeitest? Das würde mich wirklich hart interessieren. Eingebaut worden ist extra. Ja, alles soweit okay. Sieht ja sehr neu aus. Ja, die sieht tatsächlich sehr neu aus, obwohl sie schon mehrere Jahre alt ist jetzt. Aber ich Berater glaube auch, in der IT. Sie wird nicht so häufig genutzt. Ah. Ich würde sie, glaube ich, häufiger nutzen. Das kann legit alles sein. Aber leerstehende Luxuswohnungen. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das Markus geht. Markus Hake findet das zwar schade, hat aber kein Problem damit. Jeder so, wie er möchte. Viele Wohnungen, und das ist, muss man auch ganz klar so sehen, viele Wohnungen sind einfach auch als Anlageobjekt hier, denke ich mal, halt zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch für ganz, ganz viele Eigentümer halt hier der Grund gewesen, weswegen sie gekauft haben. Für einige wenige, die sagen, wir fühlen uns hier wohl, fühlen sich alle wohl, aber einige sagen halt, wir wohnen halt hier wirklich und wir genießen das auch hier täglich zu sein letztendlich. Aber es gibt halt, wie gesagt, welche, die sagen, nö, wir nutzen das halt selten. Ist verschenkt. Es ist echt, gerade auch so eine Wohnung halt mit dem Ausblick jetzt auch wieder, man kann die Elbe sehen, man kann halt hier Richtung Reeperbahn gucken, tanzende Türme, Hotelhafen Hamburg, alles zu sehen. Also schon, ist mega. Diesen Ausblick genießt er seit 8 Jahren. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Mike the Machine da gerade bringt. Der schreibt nämlich gerade, ich bin ja ehrlich, ich tue mich immer etwas schwer, solche Bilder als Kunst zu sehen. Mir fehlt da irgendwo der Skill-Aspekt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Kunsthandwerk ist ganz klar definiert durch das Handwerk, was damit im Zusammenhang steht. Ne? Also in Anführungsstrichen, du erschaffst etwas, was einem Zweck dient, sei es ein Werkzeug, ein Messer, also ein Werkzeug, eine Waffe, eine Inneneinrichtung, eine Tür, ein Schloss, ein Tor, völlig egal, ein Küchenmesser. Und Kunsthandwerk setzt voraus, dass das Handwerk dahinter einfach noch durch einen künstlerischen Aspekt bekräftigt wird. Ja, das ist skill-based durch und durch, 10 von 10. Aber Kunst als solche ist per se nicht definiert und da darfst du, finde ich, auch niemandem vorschreiben, was Kunst ist. Denn für mich ist, und jetzt wird es ein bisschen tricky, für mich ist alles Kunst, was, und ich hoffe, ich drücke mich halbwegs verständlich aus, für mich ist alles Kunst, was mit der Absicht, Kunst zu sein, erschaffen wurde. Aber ich sage auch, Kunst kann für mich nicht zufällig entstehen. Kunst kann ein Zufallsprodukt sein. Im Sinne von, ich fange mal an, ganz blind, und mache einfach drauf los. Aber die Intention, künstlerisch schaffend tätig zu sein, ist gegeben. Dann ist es Kunst, ohne jedwede Diskussion. Doch,
wenn eine an die Wand getapte Banane ein Millionenkunstwerk ist, dann haben wir ein Problem. Nee, dann haben wir nicht ein Problem. Dann führt uns das sehr schön vor Augen, welchen substanziell wirklich schwierigen Stellenwert Geld einfach für manche Menschen hat. Dann führt uns diese an die Wand getapte Banane vor Augen, wie unterschiedlich viel Wert Geld ist. Und dann ist plötzlich der Winkel, aus der das Kunstwerk betrachtet wird, ein anderer. Weil dann kriegt das, dann mag die Absicht zwar nicht diese gewesen sein. Die Absicht war, eine Banane an die Wand zu kleben und Reaktionen damit zu forcen. Aber der Betrachtungswinkel desjenigen, der sich damit auseinandersetzt, wird plötzlich der, dass es einen gesellschaftskritischen Aspekt bekommt. Das ist ja das Fantastische an Kunst, dass du niemandem vorschreiben kannst, wie er das zu betrachten hat, aus welchem Winkel er das zu betrachten hat und was ihm das Ganze gedanklich eröffnet. Das ist halt das Spannende an der ganzen Thematik. Jemand kann einen völlig anderen Blickwinkel auf ein Kunstwerk haben als du. Beide finden es toll oder bescheuert, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Beide fühlen sich davon provoziert, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Und das ist das Geile. Aber das Werk als solches ist mit der Intention, Kunst zu sein, entstanden. Erst als Bauleiter, jetzt mit seinem Rundum-Service für Luxuswohnungen. Wir müssen uns telefonieren und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Genau, genau. Ja, natürlich. Genau. Freunde, nehmt das einfach mit. Genau, wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Wie wissen wir noch nicht, wann wissen wir noch nicht, aber alles irgendwie, irgendwann. Das müssen wir uns einfach immer wieder wie so ein Mantra vor Augen führen. Dann hoffen wir, dass alles gut wird und dann halten wir uns an den Spruch, den schon Oma und Opa kannten. Am Ende wird immer alles gut und wenn nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Nehmen wir das einfach mal so mit, ne?